Ja, das kommt schon sehr gut. Das kommt schon sehr gut. Hallihallo, Freunde. Willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Mein Name ist Dennis, ihr schaut Pflegha-Fotografie. Und ich melde mich heute mal wieder nach gefühlten Ewigkeiten vom Bodensee aus Allensbach und fotografiere heute den Steg Richtung Sonnenuntergang. Und ihr habt es auch schon im Einspann gesehen, hier sind überall noch einzelne Boote. Auch die werden nachher noch schön in Szene gesetzt. Sollte euch das interessieren, bleibt weiterhin dran. Es geht Schlag auf Schlag. Hier, ich habe hier momentan gerade nur mit der Belichtung zu kämpfen, denn mit meinem Verlauffilter und meinem ND64 komme ich momentan so in Bredouille, dass wir fast schon gar überbelichten müssen, damit der Vordergrund nicht ganz absäuft. Das ist eigentlich momentan so das Problem. Ich hole euch aber mal näher ran. So, ja. Wir haben momentan das Problem, dass der Vordergrund so dunkel ist, dass, weil der Sonnenuntergang so krass ist, dass ich fast den Vordergrund am Absaufen habe. Deswegen muss ich hier ein kleines bisschen überbelichten. Ich habe eine Blende 10, ich habe 25 Sekunden, will natürlich das Wasser wieder schön gerade ziehen oder beziehungsweise schön glatt ziehen und habe eine ISO von 100 und fotografiere hier mit einer Brennweite von 22 mm. Das Problem versuche ich jetzt gerade eben noch in den Griff zu kriegen und zu lösen, weil ich habe hier unten nämlich so einen schönen Wagen im Bild, den ich mit rein haben will. Dann habe ich hier Ausläufer von den Booten noch und ich habe natürlich den wunderschönen Steg von Allensbach, den ich mit in Szene bringen möchte. Aber ich gehe mal auf 35 mm und versuche mal mein Glück, ob ich den Steg so etwas besser fotografiert bringe, sodass der Steg quasi bei diesem extrem geilen Sonnenuntergang, den wir gerade haben, quasi nur als Silhouette dient. Ja, wie bringt man solches Problem in den Griff? Verlauffilter drauf haben wir, hilft manchmal ganz viel. Oder wir machen eben, wenn wir dieses Problem haben, machen wir ein HDR, ein High Dynamic Range. Vordergrund richtig belichten, Hauptmotiv richtig belichten und den Sonnenuntergang richtig belichten. Und dann kriegen wir nachher in Lightroom beim Stacking das Problem auch in den Griff. Also funktioniert eigentlich immer super gut. Und genau das werde ich jetzt mal machen. Ich werde ein Stacking machen oder ein HDR machen, ein Bracketing. Und werde jetzt den Vordergrund erstmal richtig belichten. Nämlich das Wasser, dass das Wasser richtig schön drauf ist. Und danach werde ich den Steg nochmal richtig reinnehmen und dann den Sonnenuntergang, weil der ist jetzt gerade so richtig schön in Fahrt und wir haben so richtig schönes rotes Leuchten da hinten. Ich zeige euch das mal kurz. Ja, ihr seht es hier, mega cool. Auch die Wolkenkette oben richtig schön, wie das angeleuchtet wird und rot, die Wolken sich rot färben. Richtig cool. Also ich versuche das hier erstmal mit dem Bracketing, guck mir das erste Bild an. Oh ja, das sieht schon mal sehr, sehr nice aus. Das zweite Bild wird dann eher was für den, genau, für den Vordergrund. Also das erste Bild habe ich jetzt gemacht für den Steg. Das zweite Bild mache ich jetzt für den Vordergrund. Und das letzte Bild wird dann nur der Himmel richtig belichten.
Zusätzlich kann man noch einen Polfilter drauf machen. Polfilter bewirkt, dass man in das Wasser reingucken kann oder dass man den Himmel blauer machen kann, je nachdem, in welche Richtung ihr den dreht, auf den Himmel oder auf das Wasser. Das könnt ihr dann selber entscheiden und da müsst ihr dann schauen, was für euch am naheliegendsten ist und was ihr verwenden möchtet und ob ihr ins Wasser reinschauen möchtet. Yes, beide Bilder nachher, alle drei Bilder nachher miteinander zusammengebaut. Das sieht nachher richtig cool aus. Ich denke, so kriegt man auf jeden Fall ein ordentliches Bild hin. Das HDR bekommt ihr jetzt auf jeden Fall schon mal zu sehen. Wow, sage ich nur. Mega, was da gerade abgeht. Hey, so richtig schöne lila Farben und Sonnenuntergangsstimmung natürlich mega gut. Also hammerhart, was hier abgeht. Ich zeige euch das mal. Absolut genial, wie das Lila hier in die Wolken reinstrahlt und ja, Sonnenuntergang so richtig geil in Fahrt kommt. Also, ja, was soll man dazu sagen? Mega geile Bilder. Ich habe jetzt gerade den Sonnenuntergang mit einer 30-sekündigen Belichtung gemacht und habe so auf 20 mm fotografiert mit einer Blende 18 und den Verlauffilter so nach rechts gedreht, dass der Sonnenuntergang eben noch abgedeckt ist, dass der mir nicht ausbrennt. Ich habe hier durch den leichten Wind, den wir auch haben, ein Wolkenziehen reingekriegt, allererste Sahne. Also mir gefällt's, der Sonnenuntergang hier, der macht mal richtig Spaß heute Abend. Also absolut genial. Ja, Bilder folgen wie immer jetzt. Viel Spaß damit. Ich find's geil. Also ihr seht, die Bilder sind für meinen Begriff und für mein Empfinden sehr, sehr geil. Wir haben eine richtig affengeile Spiegelung auf dem See durch die Wolken und den Sonnenuntergang mit Lila, Rot, Gelb, Violett, alles dabei. Pink ein bisschen noch bei den Wolken. Also sehr, sehr cool. Vor allen Dingen finde ich gerade sehr, sehr cool, wie die Wolken so rechts und links vom Steg, von der Stegspitze ablaufen und die Blickführung also quasi so richtig schön auf den Steg in die Mitte ziehen. Echt genial, aber ich versuche euch das mal auf der Kamera zu zeigen. So, ihr seht jetzt hier auf dem Bildschirm die Blickführung hier direkt auf den Steg, also hier vorne sieht man da und hier oben die
Also hier oben die Wolken, wie die schön auf den Steg drauf fahren und auf den Tunnel zeigen. Also echt cool. Finde ich genial. Ja, so einfach geht's, schöne Bilder zu machen, wenn man rausgeht und fotografieren geht. Also von dem her, lasst euch nichts erzählen. Und Zug, muss das sein, so einen Krach machen. Aber gehört auch dazu, bin auch ein bisschen verschrocken. Lasst euch nicht vom Wetter abschrecken, geht einfach raus und macht Bilder. Denn nur dann erlebt man solche Sachen, indem man einfach rausgeht und Bilder macht. Kann ich nicht oft genug sagen, schnappt euch euer Equipment und geht raus. Die Fotografie ist noch lange nicht tot. Noch lange nicht. Denn was, wenn wir jetzt gerade mal bei dem Thema sind, nur kurz eine Sache. Ich werde dazu auch noch irgendwann ein Video machen. Ist die Fotografie wirklich tot? Aber nur eine Sache. Was macht denn Fotografie? Fotografie gibt euch ein gutes Gefühl und ihr bringt schöne Bilder mit nach Hause. Ihr wart draußen in der Natur und ihr habt was erlebt. Und alles andere ist völlig egal und muss uns nicht interessieren. Also von dem her, geht's raus, macht's Bilder. Mehr kann ich dazu nicht sagen. So, und schon wird es auch langsam wieder dunkel und die blaue Stunde neigt sich auch dem Ende zu. Ich war jetzt noch da hinten und habe dort hinten noch einmal das Boot hier vorne und da war noch so ein kleines Ruderboot fotografiert und dann hat da noch ein einzelnes Kanu gelegen. Das habe ich jetzt auch noch mal zur blauen Stunde hier zum Sonnenuntergang fotografiert. Hat richtig Spaß gemacht. Also ich sag's nochmal, geht raus, macht Bilder, habt Spaß am Fotografieren. Die Fotografie ist noch lange nicht tot, denn ihr nehmt mehr mit, als ihr denkt. Die Natur kann so viele schöne Dinge hervorbringen. Ihr müsst sie nur einfangen. Sollte euch das Video gefallen haben, dann lasst mir einfach gerne einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, drückt die Glocke, dass ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Und ich verabschiede mich von diesem Spot Allensbach. Übrigens, bei coolem Wetter hat man auch hier noch die Möglichkeit, rüber auf die Reichenau zu fotografieren. Habe ich jetzt heute Abend nicht mehr geschafft, aber der Steg, der Sonnenuntergang und die Boote hier am Ufer, die waren schon echt top. Also auf jeden Fall hat es sich gelohnt, heute Abend rauszugehen. In diesem Sinne, macht's gut und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Und sagt beste Grüße vom Bodensee, euer Dennis. Tschüss, bis bald und bleibt mir vor allen Dingen gesund. Ciao.